Der berühmte rote Teppich. Wer hier hochlaufen darf, hat es geschafft. Glanz und Glamour, das ist Cannes am Eröffnungstag. Und wenn die 1,80 Meter große Nicole Kidman die Treppen hinaufschreitet, dann ist sie allein schon deshalb die Aufmerksamkeit sicher. Doch heute weht zusätzlich ein kleiner Skandal über den Premierenfilm. Grace of Monaco, ein Jahr im Leben der Grazia Patrizia. Das Jahr, in dem sie sich endgültig für Monaco und gegen Hollywood entschieden hat. Ich kann doch Ehefrau und Mutter sein und zwei Tätigkeiten ausüben, ohne dass die Öffentlichkeit daran Anstoß nimmt. Ein Filmmärchen, angelehnt an wahre Ereignisse. Ich wurde dazu erzogen, mich einzubringen. Mein Vater wäre über mangelnde Begeisterung sehr verärgert gewesen. Natürlich. Das ist die amerikanische Manier. Wäre es europäische Manier, hätte es vielleicht weder Faschismus noch Kommunismus gegeben. Doch das Fürstenhaus ist not amused, kritisiert historische Ungenauigkeit und bleibt der Filmpremiere ostentativ fern. Es ging mir nicht darum zu zeigen, wer wann was gemacht hat. Ich wollte intuitiv erfassen, wie sich Grace Kelly in dieser Lebenslage gefühlt hat. Es macht mich traurig. Alles, was ich als Schauspielerin gemacht habe, war, dass ich sie mit Respekt und Liebe gespielt habe. Die ersten Reaktionen der Filmjournalisten sind verhalten, doch traditionell ist der Eröffnungsfilm eher am Publikumsgeschmack orientiert als am filmisch wertvollen Streifen. Gefühliger Hollywood-Film oder eine wahre Geschichte, wie viel ist erlaubt, wie viel Fiktion verträgt ein Film? Solange es um lebende Personen geht, darf natürlich niemand beleidigt werden, darf niemand verleumdet werden. Das versteht sich ja von selber. Aber ansonsten darf ein Film natürlich alles erfinden, was ihm gut tut. Grace of Monaco läuft nicht im Wettbewerb. Ab morgen kämpfen insgesamt 18 internationale Filme um die Goldene Palme. Ein deutscher Film ist diesmal nicht dabei. Ich habe immer Filme vorgezogen, die eine Vision, eine persönliche Sicht der Dinge haben. Damit gibt Jurypräsidentin Jane Campion schon einmal den Weg vor. Sie wird die entscheidende Stimme haben, wenn es darum geht, wer die Goldene Palme mit nach Hause nimmt.